Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Und soviel ich weiß, müssen wir heute auf die Route 11. Und zwar müssen wir unsere Pokémon noch etwas trainieren. Zapdalek und Lightly haben wir jetzt noch im Team. Lightly wurde schon entwickelt, das heißt, wir können jetzt als erstes mal noch Lightly einen Stein geben, damit es sich entwickelt. Nur die Frage kurz, wo es ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Sound ein bisschen zu laut ist. Ich mache den mal vom Pokémon ein bisschen leiser. Moment. Machen wir das gerade hier. Ziehen wir es einfach ein bisschen runter. So, es sollte fast passen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach. Achso, nee, ich wollte ihm ja einen Stein geben. Dann schauen wir mal, wo der ist. Hier ist ein Blattstein. Donnerstein müsste es sein. Okay. Und dann bekommen wir ein. Ich weiß zwar nicht, wie es heißt. Zapladin müsste es, glaube ich, sein. Und die Maus mache ich natürlich mal aus dem Bild. Zaplalek. Ah, Zaplarang. Okay. Zapladin war wohl dann die erste Entwicklung. Okay, das passt dann soweit. So, wir haben einen. Wo sind wir jetzt? Ist das Route 11? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir jetzt noch einen Metang. Ich weiß nur nicht, ob Kilian das jetzt neue Attacke beigebracht hat. Nee, das war noch alles so, wie wir es bekommen haben. Erdbeben ist ja auch, glaube ich, ganz gut. Agilität braucht es, glaube ich, nicht. Oh, was will die denn jetzt von uns? Okay. Okay. Okay, ich habe schon gedacht, ich hätte irgendwie das Spiel auf Französisch umgestellt. Das passt anscheinend. Und Level 65. Das passt doch. Dann können wir direkt hier weiter trainieren. Ja. Machen wir erstmal einen kleinen Tanz. Ich denke mal, falls es uns angreifen sollte, einen Angriff sollten wir überleben. So, Initiative und Angriff gestiegen. So, Verwurzler bringt nichts, aber Hagelkörner treffen uns. Und unser Schaden ist doch sehr gut. So lange müsste ich noch das Item wegnehmen, weil die werden dann später separat trainiert. Das werde ich dann, wenn ich das dann jetzt heute oder morgen noch mache, offscreen tun. Deswegen nehme ich ihm jetzt erstmal das Item wegnehmen, damit unser Team natürlich auch noch einiges an Level bekommt. Obwohl, es wäre, glaube ich, gar nicht so dumm, wenn wir jetzt. Ach, egal, ich behalte es jetzt einfach. So, da unten gibt's nix. Und dann geht's hier weiter. Ja, das Glabber interessiert mich nicht mehr. Ein Galopper. Das ist eigentlich auch ganz cool. Also ich fand's immer ganz cool. Gerade da. Ja, warum halt? Keine Ahnung. Ist einfach cool. Und machen wir mit der Drachenklaue weiter. Dürfte eigentlich spätestens bei der zweiten Sieg sein, wenn wir den Feuer nicht sterben. Und das tun wir auch nicht. Ich frag mich nur gerade, warum wir jetzt als erstes dran sind. Hat ja, glaube ich, vorher. Ich glaube, war das Turbo-Tempo? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sie benutzt hat. So, Mantax. Mantax ist Wasser. Wir haben kein. Ah, doch, haben wir. Aber Zapdarang dürfte ist zu schwach. Ich würde einfach mal nur einmal Twihard rein senden, um zu schauen, was es so kann. Oder, ja, ich weiß ja, was es kann. Aber einfach, wenn ich es mal drin hatte. Und ich habe es auch noch nie von ihm gesehen. Und das sieht ziemlich cool aus. So. Zehnkopfschuss. Schwachsinn, Erdbeben.
Ich glaube, Mantax hat Fliegen. Das könnte ich ja mal gerade ausprobieren. Na, fliegen wir ein bisschen. Oder schweben. Oder wie sich das auch immer nennt. Ja. Genau. Dann machen wir Sternhieb. Ich weiß nur, dass es ein mega Qual war, Twihard zu fangen. Ich glaube, ich habe da um die 200 Pokébälle weggeschmissen. So, ja, es bringt nichts. Ich tausche lieber aus. Ich will jetzt einfach Nick rein. Der muss ja eh noch Level 60 werden. So, Sprungfeder, das haben wir leider nicht. Machen wir einfach jetzt die Wasserdüse. Hat am meisten AP, deswegen. So, und jetzt sind Vielender. Obwohl, Käfer bringt, glaube ich, gar nicht so viel gegen Wasser. Oder wenn es überhaupt was bringt. Ja, bringt gar nichts. War irgendwie klar. Du machst einfach mit der Kaskade, dürfte der stärkste Angriff sein. Es war ziemlich dumm, dass ich jetzt Nick gegen Mantax eingesetzt habe, aber unser einziges Pokémon, das wirklich gut gegen Mantax ist, ist natürlich jetzt erst Level 40. So, komm, jetzt treffen wir an. Oh mein Gott, und dann noch den Absorber. Dann holen wir doch lieber irgendwas anderes rein. Timon wäre da wohl am sinnvollsten. So. Es hat wenigstens. Falls Timon besiegt werden sollte, ist der H2O. Absorber, glaube ich, weg. Hoffe ich doch. Oder zählt es dann nur für Timon? Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Ah, okay. Bringt gar nichts. Ah, da habe ich ein Problem, weil ich weiß nicht, was ich da wirklich einsetzen soll. Petri wird da auch nicht lange überleben. Ich könnte natürlich wieder mit Twihard versuchen, aber ich glaube, das ist auch ziemlich sinnlos. So, Retropum, dann ist Petri weg. Das ist ja auch noch ein Gesteinsvieh. Oh je. Dann vertraue ich doch lieber mal auf Twihard. Komm schon. Oh, und es verwirrt mich natürlich wieder. Das ist so dumm. Komm, jetzt greif auch an. Und es wäre die Attacke. Das ist unfassbar. So, aber jetzt. Natürlich kann ich mich jetzt noch selber verletzen. Zum Glück sind wir wenigstens nicht wirklich. Es ist unfassbar. Paralysiert und verwirrt. Ich denke. Und dann auch immer noch wieder Sprungfeder. Ich glaube, das dauert ein Jahr, bis wir da gesiegt haben. Komm jetzt aber. Zum Glück zieht Sprungfeder nicht viel ab. Kann ich angreifen. Ich glaube, währenddessen schaue ich mal auf mein Handy und beantworte Nachrichten. Das dauert eh noch ein bisschen. So. Komm schon. Natürlich verwirrt. Das ist unfassbar. Komm, Konfusstrahl. Der wird auch wenigstens gehen. Komm schon. Oh, oh, ich habe einen Angriff gelandet. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, weil ich wirklich aufs Handy geschaut habe. Komm jetzt. Ah, Sprungfeder, verwirrt, paralysiert. Ich hau gleich einfach eine Supergenesung rein. Ist mir dann auch egal. Und dann auch der ganze Zeit der Wasserring, der ist immer wieder für ein Stückchen halt. So. Sind wir schon mal nicht mehr verwirrt, das ist immerhin etwas. So, komm. Konfusstrahl war ja klar. Ich mache jetzt wirklich gleich eine Top-Genesung rein. Außer wir greifen an.
Ah, oh, Gott sei Dank. Und wir haben endlich gesiegt. Noch ein Pokémon, okay. Noctuska, Feuer. Und Lightly ist unser Feuer-Pokémon, das war so klar. Ich versuch's jetzt einfach, es ist mir scheißegal. Vielleicht haben wir einen irgendeinen Angriff, der stark genug ist. Ich glaube, wir hatten Inferno oder sowas. Irrlicht Flammenwurf. Jetzt, komm. Flammenwurf ist eigentlich ganz... okay. Gegenstoß dürfte nicht so stark sein. Aber es ist so One-Hit. Okay, never mind. Scheiße. Nick, komm schon. Nick ist zwar schwach, aber der wird ja schon irgendwie hinkommen. Oh, Gott sei Dank. One-Hit. So, ich hab jetzt ungefähr 5 Minuten gegen dieses scheiß Mantax gekämpft. Deswegen muss ich auch jetzt wieder zurück. Yonago-Beere, okay. Bla bla. So, Fahrrad. Es ist ein bisschen enttäuschend, dass ich diese Folge wahrscheinlich gerade mal 2 Trainer schaffe. Ah, hier war ich doch schon mal. Ah ne, hier war ich noch nicht. Stimmt. Ich weiß nur, dass hier kein Pokécenter war. Deswegen müssen wir noch weiter zurück. Man sagt mir nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwie durch die ganze Route muss. Ja, okay, Gott sei Dank, hier ist direkt ein Pokécenter. Dann machen wir mal unsere Pokémon wieder fit und ja, schauen, wie weit wir kommen. In den nächsten 3 bis 4 Minuten. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber was soll ich machen? Ich habe jetzt ein bisschen verkackt. Ich hätte auch vielleicht doch den EP-Teil drin lassen sollen, weil ich gerade merke, dass unsere Pokémon gar nicht damit klarkommen. Naja, ist ja auch egal. Jetzt bringe ich einfach Nick. Ich glaube, wenn ich Nick auf 60 bringe, ist das ganz gut. Ich weiß zwar, dass die anderen unbedingt auch noch das Tank brauchen, aber... ich habe irgendwie das Gefühl, es ist sinnvoller, Nick jetzt schon auf 60 zu bringen. Obwohl das eh scheißegal wäre. Obwohl, das ist nicht mal wahr, weil die anderen ja mehr Erfahrung bekommen, dadurch, dass sie noch ein niedrigeres Level sind. Deswegen lassen wir das doch dann so. So. Ja, okay. Dich haben wir besiegt, dich haben wir besiegt und fängt jetzt mit dir weiter. Oh, warum sind denn alle Franzosen? Meine Fresse, keiner mag Franzosen. Backpacker John. Klibunkel, das ist... doch, wenigstens mal ein leichtes Pokémon zu besiegen. Und One-Hit sogar. Ja, jetzt redet er noch Englisch. Super. Oh, da ist ein Enteron. Oh, das ist ein Enteron. Ja, sehe ich. Wir haben noch gar keins. Was in Wolke 7? Aber wir haben eh schon Wasser-Pokémon und ein Psycho-Pokémon. Obwohl ich Enteron eigentlich ziemlich cool finde. Deswegen werden wir auch nicht gegen euch kämpfen, ich will nur oben gerade das Item. Oder wie viel Erfahrung könnt ihr denn? Könnte man sich ja wenigstens anschauen. So. Ja, 500, das lohnt sich nicht, obwohl 3 von denen ein 65er Pokémon sind. Silbertrank. So, da unten geht es schon wieder aus der Route 11 raus. Macht, ist das, stimmt das so? Hier sind wir in einem neuen Gebiet. Dann schaue ich jetzt einfach mal,
Noch ob sie irgendwo hochgeht. Wahrscheinlich hier mit Kaskade. Und dafür müsste ich hier runter. Und da runter komme ich, indem ich. Kann ich am. Ah, ich kann einfach so surfen. Dann machen wir das Ganze so. Und surfen das Ganze hoch. Zack, denn da gibt es ein Item. Hitzekoller ist eigentlich ganz cool, soviel ich weiß. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Hier oben dürfte nämlich auch noch was sein. Das schauen wir uns kurz an und dann beende ich auch schon den Part. So, ich hätte eigentlich auch einen Superschutz einschmeißen können. Aber ist jetzt auch egal. So, komm. Hier ist nichts, okay. Ah, ein Top-Belieber, okay. So, dann signalisiere ich den Kilian einfach mal, dass ich gesehen habe, dass da ein Top-Belieber ist und speichere an dieser Stelle. Ich meine, 16 Minuten ist eigentlich eine passende Zeit. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, welche Taste ich speichere wieder. Okay, hier, dann speichern wir. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in der übernächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Weiß.